Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen, spannenden Folge unseres Podcasts, die Würfelphilosophen. Wir sind heute zu dritt unterwegs und damit dabei ist der Zeitige. Servus und guten Abend. Und der Alex. Moin. Und herzliche Grüße gehen raus an den nicht anwesenden Jonathan, der sich einen Urlaub ein bisschen, also er ist nicht im Urlaub, glaube ich, aber er hat sich ein bisschen Pause verdient. Der arme, schwer arbeitende Mensch. Ja, und dann, weil Jonathan nicht da ist, traue ich mich, kein religiöses Thema anzuschneiden. Da fehlt der Support, ne? Da fehlt mir der Rückhalt. Ja, außerdem hat der Alex ein tolles Thema vorgeschlagen für diesen Monat. Außer ein Thema, was vielleicht man nicht so sehr in unsere üblichen Themensammlungen reinpasst, sondern eher von dem kommt, was wir so hobbymäßig sonst so machen. Wir sind ja alles Rollenspieler. Aber vielleicht sagt euch das der Alex mal selber, was er sich gedacht hat als Thema. Ja, genau. Wir drehen den Spieß jetzt mal rum. Bisher haben wir uns ja immer so überlegt, was denn in der Gesellschaft so passiert. Und zum Schluss haben wir mal gefragt, ja, was hat das jetzt mit Rollenspiel zu tun? Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert denn beim Rollenspiel gerade so vieles. Und zum einen ist ja jetzt Baldur's Gate 3 draußen. Das habe ich ja, also die ersten beiden Teile habe ich gesuchtet ohne Ende, aber aktuell habe ich nicht die Hardware dafür, das noch weiter zu suchten und auch sowas wie ein Erwachsenenleben. Aber das Internet ist ja voll mit Input und Videos und Let's Plays und hast du nicht gesehen. Und das spült ja auch enorm viel Zuwachs, zumindest in die D&D-Community, aber vielleicht auch in die Rollenspiel-Pen-and-Paper-Community im Großen und Ganzen. Und generell machen das ja Videospiele schon eine ganze Weile. Es ist ja nicht nur die D&D-Film oder diverse Actual Plays wie Critical Role, sondern Videospiele haben ja auch einen Einfluss auf unser Hobby. Ja? Und entweder so direkt, wie jetzt eben Baldur's Gate, dass das Regelwerk fast 1:1 in Videospiel gießt und man kann dann darüber ins Rollenspielen direkt einsteigen. So ist es bei mir ja auch gewesen damals, 2000, schieß mich ins Knie. Da habe ich Charaktere auch über Icewind Dale, war es glaube ich, erstellt und dann sind wir losgezogen in die imaginären Abenteuer. Aber man kann ja auch als Inspirationsquelle nehmen. Da hat nämlich der Pete von Mit Vorteil auch schon mal ein Video drüber gemacht und den neuesten Zelda-Teil genutzt als Inspiration, was man da fürs Rollenspiel rausziehen kann. Zum Leiten, zum Spielen, ob das nun Rätsel waren oder Charaktere, ne, gibt es ja hier noch Inspirationsquellen. Und jetzt wäre also mein Anliegen zum Diskutieren, was glauben wir denn, hat denn jetzt Baldur's Gate 3 und andere Konsorten so für einen Einfluss auf das Rollenspielen, auf die Community oder auch andere Beispiele. Koali hat auch im Vorfeld von unserem Talk mich dazu aufgestoßen, dass GTA anscheinend auch eine riesige Rollenspiel-Community hervorgebracht hat. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Ich könnte damit anfangen, dass ich einfach da hingehen, weil ich habe Baldur's Gate 1 versucht zu spielen, ich habe Baldur's Gate 2 versucht zu spielen, Baldur's Gate 3 habe ich jetzt auch auf dem Rechner, aber habe es auch noch nicht wirklich angefangen. Ich bin gescheitert daran, Torment durchzuspielen, ich bin auch gescheitert an Icewind Dale, also ich habe kein einziges dieser Dungeons & Dragons Rollenspiele, also ich habe sie alle angefangen, aber keins davon jemals durchgespielt und das einzige Pen and Paper basierte Rollenspiel, das ich jemals durchgespielt habe, war lustigerweise dann Torment Tides of Numenera, was mich ja letztendlich zur Spielleitung gemacht hat, weil ich dann gesagt habe, ich finde das Setting so gut, dass ich das jetzt mache. Und ich habe das habe ich durchgespielt, lustigerweise. Das ist irgendwie absurd, aber so ist es halt. Und deswegen, aber viel lustiger finde ich gerade die Sache mit dieser GTA-Geschichte, weil ja es ja eher so ist, die Leute nutzen einfach ja GTA online und nutzen einfach die Sache, dass sie effektiv nichts vorgeschrieben haben und es geben sich dann selber Regeln.
Und ich kenne das so gesehen von Videospielen, wo man sich selber Regeln gibt, die nirgendwo festgenagelt sind. In meiner sehr, sehr kurzen WoW-Zeit. Ich bin nämlich nie über das Hauptspiel hinaus mit den weiteren Add-ons nicht mehr in Berührung gekommen. Also irgendwie bin ich ein verquerter Computerspieler. Auf jeden Fall war ich damals auf den Pen and Paper Rollenspielen, also Rollenspiel, auf den Rollenspiel-Servern von WoW, also dazu mal zum Hauptspiel. Und hab da sehr viel Spaß gehabt, einfach nur Quatsch zu erzählen, was ja als Spielleiter auch immer sehr viel Laune macht. Also soweit zu meiner Berührungspunkte zu Videospielen, so Pen and Paper, lustigerweise, weil, wie gesagt, mit den Videospieladaptionen bis auf Traumenteils auf den Numenera habe ich keinen tieferen Bezug, lustigerweise. Obwohl ich es immer versucht habe. Ja, also ich habe ja auch ein Baldur's Gate Let's Play auf meinem Kanal angefangen, was mich ganz viele Abonnenten gekostet hat. Wirklich? Springen alle ab. Wow. Und ich komme gerade auch nicht dazu, das nachzumachen. Ich bin durch den ersten Akt jetzt durch und ich komme gerade irgendwie nicht mehr dazu, weiter aufzunehmen. Aber vielleicht kommt das ja weit noch weiter. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, es noch weiter zu spielen. Ich finde Baldur's Gate 3 auch sehr, sehr gut gelungen. Ich mag ja D&D nicht eigentlich. Und ich mochte auch, also ich habe das Baldur's Gate 3-Ding schon, als das im Early Access rauskam, habe ich es mir schon gekauft. Weil da war auch schon ein Hype da, das ist glaube ich schon 3 Jahre her oder so, dass es im Early Access war. Und habe das dann angefangen zu spielen im Early Access und fand das unglaublich schlecht. Aber richtig schlecht. Und so, und hab's dann irgendwie weggemacht, also auf eine Festplatte runtergeschmissen, so, und dann zum Release-Date habe ich gesagt, okay, gib's dem Ganzen nochmal eine Chance, vielleicht haben sie ja was geändert. Und ja, meine Meinung hat sich 180 Grad gedreht. Da haben sie einiges noch rausgeholt aus dem ganzen Ding. Und einiges auch noch anders gemacht, tatsächlich, was ich damals auch irgendwie kritisiert hatte. Das war auch mal eine Sache, wo man sieht, dass ein Early Access halt auch ein Entwicklungsding ist, ne? Bis zum Vollrelease. Und die meisten Leute, die Early Access Spiele kaufen, die denken dann ja irgendwie, wir haben ja schon ein fertiges Spiel. Aber ist ja meistens nicht so, ne? Ja, und der Einfluss auf so Pen and Paper oder ich würde das mal ein bisschen weiten vielleicht von mal Rollen, also den Begriff Rollenspiel mal generell in den Raum schmeißen. Für viele von uns Pen and Paper Spielern ist halt Rollenspiel Pen and Paper, ne? Aber Rollenspiel ist ja auch noch, also hat sich ja durchzogen mit etlichen anderen Medien. Also das Computerspiel ist eins davon, das Brettspiel wäre ein anderes zum Beispiel, oder halt auch die ganzen die Erzählromane, ne? Wenn du die Wenn ihr euch daran erinnert, Die gibt es auch heute noch. Ich ja, versuche meinen die gibt's Kindern noch. schmackhaft zu machen. Das hat teilweise auch funktioniert mit diesen Choose Your Own Adventure Comics von Pegasus. Bei Büchern, die ich dann bei Montico Verlag noch besorgt habe, waren dann die Cover leider zu abschreckend für die Kinder. Oder Krimi-Dinner oder Exit hier, ne, also so, wie nennt man die? Escape Rooms sind auch so eine Art Rollenspiel, ne? Wenn halt, oder wenn auch immer ein bisschen rudimentärer, als das irgendwie in anderen, also keins gleich dem anderen und alles ergänzt sich irgendwie und alles hat so seine eigene Daseinsberechtigung und seinen eigenen Quell der Freude. Ja, aber ich finde irgendwie, Baldur's Gate hat jetzt schon wieder so einen Hype ausgelöst. So ähnlich mal dem Hype für Dungeons and Dragons. Also es gab ja, glaube ich, so den ersten Kultur-Hype, würde ich es jetzt mal nennen. Als das Ding in The Big Bang Theory gespielt wurde im Fernsehen und dann auf einmal alle fragten, was spielen die denn da? Und sich das dann auch geholt haben. Und dann hier bei Stranger Things und so, ne, da kam es ja auch dann vor und ständig. Ja, auch sehr Und prominent, ne? ja, und jetzt in der aktuellen Staffel Stranger Things ja sogar mit einem bekannten D&D-Villain sogar dabei, ne? Und ja. So, das zweite ist irgendwie, dass dann Critical Role ja auch unglaublich erfolgreich geworden ist mit ihrem Format, was sie gemacht haben. Das, ne? Und
Im Vergleich Jetzt dazu noch irgendwie die das ein deutsche. Computerspiel wieder, ne? Ja, oder du schaust halt in der deutschen Bubble eben die ganzen Sachen mit den Rocket Beans, wo viele Pen and Paper Rollenspielende gesagt haben, was die machen, ist ja irgendwie, das ist ja auch nur so Schau und überhaupt. Aber es hat unheimlich viele Regelwerke von denen selbst verkauft. Und zwar in Umfängen, wo dann Ulysses und Co. dann mit den Ohren geschlackert haben und dann, was? Wie viel habt ihr verkauft im ersten Aufschwung? Und ja, das hat sehr viele Leute in die Szene auch reingespült. Wenn man dann guckt, wie eben dann plötzlich über den Cziwatzki vom Taverntheresen, wenn man sich dessen Discord anschaut, da sind unheimlich viele Leute dabei, die eben durch die Pen and Paper von Rocket Beans eben da auch in die Szene reingefallen sind, die ja effektiv auch aus der Gaming-Kosmos eigentlich ursprünglich rübergekommen sind. Ja, ist auch viele Twitch- und YouTube-Streamer oder Influencer haben ja in letzter Zeit auch das Hobby entdeckt. Annie the Duck hat angefangen, Pen and Paper zu spielen, mit Ben and Paper zusammen und mit Mairi vom Ryoka. Rockenspolter. Ne? Shuyoka auch, ja genau. Ja. Ja. Und Gronkh und Pandoria hatten wir, glaube ich, auch eine so eine Tabletop-Runde gehabt, so eine D&D-Runde. Mit einem Comic sogar auch dabei, so ähnlich wie Critical Role das dann irgendwie aufgezogen haben. So, vielleicht so also das deutsche Critical Role wollten sie sein oder so, keine Ahnung. Ja, aber das ist halt irgendwie auf ein größeres Fundament gestellt worden. Oder vielleicht, weiß ich nicht, sind wir aus unserer Blase ausgebrochen oder so. Ja, es ist nicht mehr so die harte Gamer-Bubble, ne? Die irgendwie, wenn ich mir mal so die Ursprünge von D&D anschaue, ne, das waren ja so richtige Hardcore-Gamer, Ultra-Nerds, ne? Die haben da dieses Kriegsspiel genommen und daraus ein Rollenspiel gebastelt. Und jetzt mittlerweile, ja in den letzten 15, 20 Jahren, hat sich ja die ganze Rollenspiellandschaft, was Systeme anbelangt, auch schon viel, viel weiter geöffnet. Die sind alle niederschwelliger. Man muss nicht mehr mehrere hundert Seiten an Regeln lesen, damit man loslegen kann. Manchmal reicht ja auch nur eine Seite. Und du hast auch viel Fokus aufs Narrative. Ja, ob das diese Powered by the Apocalypse-Spiele sind, ob das auch sehr prominent besetzte sind, wie das Tales of Zadia, das Dragon Prince Rollenspiel, was ja auch schon einen höheren narrativen Fokus hat als D&D als Beispiel. Und da kommen dann die ganzen Theater Kids und Schauspielenden und alle möglichen Leute. Und in Amerika, auch ganz groß, sind ja diese Promi-D&D-Runden. Zumindest finde ich die sehr groß. Red Nose Day hatte da ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren den Stephen Colbert, der da eine Runde Rollenspiel gemacht hat. Und jetzt haben sie es angekündigt mit einem der Darsteller aus Ted Lasso, aber einen der Nebendarsteller, aber trotzdem, ne? Also da kommen schon richtige Größen dazu und die hatten ja auch schon Terry Crews und Vin Diesel dabei. Also ich glaube, da ist richtig viel Bewegung auch immer noch drin. Und jetzt halt so ein Monstrum an Rollenspiel, was ja überall gelobt worden ist, was wieder auch die Computerspielblase reinwirft, die aber auch, zumindest habe ich das so wahrgenommen, in den diversen Reddits, ich kann es nicht spielen, ne? Ich gucke mir bloß den ganzen Content im Internet an, ihr kennt das. Ja? Man gibt sich halt irgendwie da trotzdem der Sucht hin. Anyhow, die sind auch dabei, sich irgendwie ihren eigenen Charakter natürlich zu basteln und dafür dann auch so Content zu kreieren, eine Backstory, irgendwas. Und sind dann so, ja, das Spiel ist geil, aber ich kann nicht den Charakter spielen, den ich gern spielen wollen würde. Und das finde ich so toll, dass da halt nicht nur ein, ich will jetzt den Ultra-Damage-Dealer mal auch in Überstufe 12 ausprobieren, das ist nämlich die Level Cap von Baldur's Gate 3. Sondern auch wirklich dieses, ich will eine Geschichte spielen, die auch auf meinem Charakter beruht oder auf ihn eingeht. Und ich glaube, das spielt auch alles irgendwie zusammen mit der Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, die das alles auch ein bisschen Storytelling fokussierter gemacht hat und nicht nur so ein reines Würfelrollen und Figuren schieben ist.
glaube manchmal aber, dass die Leute dann durchaus erschreckt sein würden, wenn sie wüssten, wie viel eigentlich im Hintergrund ausgewürfelt wird und wie viel man eigentlich normalerweise in Dungeons & Dragons auch in der fünften Edition immer noch würfeln darf. Und gerade diese regelleichten Systeme, die du angeschrieben hast, das sind ja diejenigen, die eher so im äußeren Bereich ist, wo kaum noch einer sich hin verirrt oder eine. Und deswegen bin ich manchmal auch skeptisch, wie weit dann der Eindruck der richtige ist. Und gerade diese Sache, okay, ich kann aber den Charakter gar nicht spielen, den ich möchte, weil es das Regelwerk gerade nicht so richtig hergibt und so weiter. Wo ich kenne mich leider im DSA-Kontext nicht so gut aus, da kann man wahrscheinlich eher Quali entsprechend aushelfen, wie weit da die Freiheiten besser sind. Aber dass man eben in diesem Gamer-Terminus wie Damage-Dealer, Tank etc. daherkommt, wo man da steht, ja, so ist ja nicht Rollenspielen im Sinne, dass man hier auf den Kampf mal fokussiert sein möchte, weil eigentlich ist Rollenspiel ja die soziale Interaktion und nicht das Tabletop-mäßige Rumschieben, weil das ist ja das, was D&D ja damals mitgenommen hat aus der ganzen Geschichte, dass sie aus dem Wargaming sich entwickelt haben. Ich finde ja, Baldur's Gate 3 ist auch deswegen, glaube ich, so erfolgreich, weil sie eben genau das nicht gemacht haben, das, was viele andere Computerrollenspiele vor ihnen gemacht haben, eben, dass sie halt dieses Tank-Damage-Dealer, Heiler-Ding haben. Also das kann man machen damit. Funktioniert auch super gut. Einfach um die Leute abzuholen, die das gewohnt sind von dieser Art Spielen. Und halt auch aus den ersten Baldur's Gate-Teilen wahrscheinlich. Ich habe die nicht gespielt, haben den dritten gespielt. Aber du kannst halt alles machen, also an Charakter in diesem Spiel. Also, sei das noch so ein verqueres Irgendwas-Ding. Du machst es dir damit ein bisschen schwieriger, aber es funktioniert. Ich habe ein Let's Play gesehen von einer Gamerin, die überhaupt keine Ahnung hat von D&D und überhaupt gar nichts macht und total die konfusen Entscheidungen trifft und dann anfängt auf Stufe 2 Multiclassing zu betreiben und so und irgendwie total verquere Ideen hat, wie das und halt irgendwie anfängt und keine Heilzauber mitnimmt und keine, ne? Aber es funktioniert trotzdem alles. Sie kommt trotzdem überall gut durch, also das heißt gut durch, sie hat halt schon ihre Schwierigkeiten in bestimmten Stellen, aber sie schafft es halt trotzdem. Und weil das Spiel halt auch Möglichkeiten gibt, irgendwie auch Kämpfen auszuweichen, mit Dialogoptionen da durchzukommen, dich auch belohnt dafür, dass du gut Dialogoptionen wählst, und halt auch verschiedene Wege gibt. Du kannst dich vorbeischleichen, du kannst angreifen frontal, du kannst kontrolliert angreifen, du kannst dir Hilfe holen, du kannst, ne, also du kannst rechts, links, geradeaus und unten drunter laufen. Du kannst eine Bombe reinschmeißen oder nur mit Currywürsten werfen oder mit Salamiwürsten. Ja, es gibt ein Playthrough, wo der Typ sich die Challenge gemacht hat. Ich darf nur mit Würsten schmeißen und dann alles andere tötet. Das funktioniert auch. Also. Das Ja, ist ja und geil. Ich glaube, ja. das ist halt echt das Tolle an dem Spiel jetzt insbesondere, dass du mit deiner Kreativität weiterkommst. Und das hast du halt sonst selten. Das hatte ich auch gesehen bei den letzten beiden Zelda-Teilen. Da ging es ja auch viel darum, mit der Umwelt zu interagieren und es gab halt nicht die eine Lösung für ein Rätsel, sondern du hast ja halt eine Lösung gebastelt. Also jetzt gerade in dem neuesten, ich habe es auch probiert, ist nichts für mich. Ja, ich will, dass mir meine Optionen zumindest vorgegeben werden. Ich habe keinen Bock mehr, selber eine auszudenken. Das mache ich im Alltag sonst schon. Aber zum Beispiel mein Neffe, der fährt darauf ab. Der spielt das, also da glüht die Konsole. Ja. Weil das auch belohnt wird. Und es ist auch ein schönes Gefühl. Ich habe das ein paar Mal gemacht. War irgendwie geil, dann seine eigene Lösung gebastelt zu haben. Und das macht eben Baldur's Gate jetzt auf einem fokussierten Rollenspielkontext, wo man eben nicht optimiert durchbasteln muss. Das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei den ersten beiden Teilen nicht ganz so frei. Ja, du musst es schon irgendwie ein bisschen skillen und auch die richtigen Waffen ausrüsten und pipapo. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich auch so faszinierend finde. Du Und kannst immer dazu gibt dir weiterkommen. das Spiel ja jederzeit die Chance, du hast halt jederzeit auch die Chance zu respecken und deinen Charakter wieder zu ändern, wenn es dir dann doch nicht gefällt. Ne? Wenn Und du dann verschiedene irgendwie Sachen noch sagst, auszuprobieren, ne? wenn du sagst, es ist mir jetzt irgendwie zu schwierig, ich will doch lieber klassisch Tank, Heiler, Damage Dealer machen,
Dann kannst du deine Leute alle so machen, wie du möchtest. Und dann ist es so. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Also für mich geht da ein bisschen Immersion flöten, wenn dann der Rogue aus in der Gruppe auf einmal dann ein Kleriker wird oder so. Aber es ist rein, also von spielmechanisch ist es möglich und hat auch eigentlich wenig Einfluss auf die Geschichte, die erzählt wird. Ne? Und du sagtest auch eben irgendwie, der Hauptcharakter hätte keine Geschichte. Da haben sie ja auch so einen kleinen Trick gemacht. Es gibt eine Möglichkeit, das Spiel zu spielen mit der Dark Urge. Ja. Mit dem Dark Urge-Hintergrund und da ist sehr viel Fokus auch auf der eigenen Charaktergeschichte. Oder du spielst halt als einer der vorgegebenen Charaktere, dann hast du auch ein sehr, sehr deepes Erlebnis. Und wenn man sich das D&D-Let's Play mit den Voice-Darstellern von Baldur's Gate anguckt, das gibt es nämlich auch, könnt ihr mal suchen oder ich verlinke es eigentlich irgendwie in den Shownotes. Da gibt es dann irgendwie einen Few-Shot mit denen, die Charaktere gesprochen haben und auch mit der Erzählerstimme und so. Und die spielen halt ihre eigenen Charaktere. Und der Spielleiter, der das dann spielleitet, hat auch den Hauptcharakter, also den Spielercharakter aus Baldur's Gate, der taucht auch auf. Und um den geht es auch, so am Anfang zumindest ein bisschen. Und der spielt dann halt eine Rolle. Und die anderen Charaktere, die halt außenrum, also NPCs in Anführungsstrichen sind, die werden dann jetzt da auf einmal zum Hauptdarstellern, weil der Hauptdarsteller, das eigentliche Hauptdarsteller, Tef, nimm die den hier, auf einmal irgendwie ausfällt und irgendwie magisch beeinflusst wird und so weiter. Aber ich will euch da nicht spoilern, guckt es euch an, es ist auch sehr lustig und sehr, weil das auch Leute sind, die vorher noch nie Pen and Paper gespielt haben. Teilweise. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen trotzdem mal wieder zurück mittel zu unseren Wurzeln. Wie weit kommen wir mit dem Kulturkonflikt der Neuen irgendwo klar, die dann eben durch eine gewisse Prägung dann wir zu unserer Community dazustoßen? Und wie kriegen wir sie so gesehen vernünftig integriert? Und wie weit nehmen wir das, was sie mitbringen, auch entsprechend an? Ja, was definierst du denn als Kulturunterschied? Naja, wie gesagt, wir haben ja so die Situation gehabt, dass eben die Community war damals mein Eindruck, jedenfalls damals in Social Media, als eben Rocket Beans mit Tears und die ganze Geschichte da angefangen haben, dass da viele gesagt haben, ja, ihr spielt das falsch. Oder ihr habt das falsche Ja, Rollenspiel ich erinnere gelernt. mich, ja. Und ich denke sehr mit, ja, schlechten Gefühlen an diese Zeit zurück, weil ich das sehr wenig einladend damals fand. Und deswegen ist die Frage, wie weit man eben dann wieder solche Leute auch vernünftig abholt und niederschwellige Angebote macht. Zum Beispiel war ja im Rahmen der Pandemie auch ein riesiger Katalysator für die Szene, weil plötzlich mit Online-Conventions plötzlich jegliche Person, egal wo sie gerade ist, plötzlich an der Szene teilhaben konnte. Was ja leider jetzt auch wieder eingeschlafen ist, wenn man nicht jetzt den jeweiligen Communities beigetreten ist, wie um Drachenzinger jetzt mal zu nennen oder auch den Nerdpol. Da ist ja sonst irgendwie alles auch wieder, oder jetzt eben noch die verschiedenen Discord-Communities, die halt noch übrig geblieben sind nach der großen Szene. Und das ist halt auch so eine Frage. Wie sorgt man halt dafür, dass es halt weiterhin inklusiv ist? Und wie nimmt man eben auch Leute, die jetzt gesagt haben, okay, sie finden das jetzt cool? Oder auch, wie kriegen wir die Leute, die irgendwie nur D&D kennen, irgendwie bei uns dort rein? Weil die werden dieses erzählleichte Rollenspiel, was ja Alex gerade so schön aufgestellt hat, nie kennenlernen, wenn sie nicht aus ihrer Bubble auch mal mit rausgehen. Und wie laden wir die dazu ein, mal was anderes zu probieren? Das ist auch immer so ein Fragezeichen, was ja nicht nur ich persönlich habe, sondern irgendwie sehr viel in der Szene. Also wenn ich an Nico vom Orkenspalt zurückdenke, der auch immer sagt, es ist echt schwierig, irgendwelchen anderen Influencern irgendwas anderes als D&D zu verkaufen, als Spielleitung. Ja, wir würden gern Horror-D&D spielen. Ich meine damit Cthulhu. Also es ist so, ja, alles ist irgendwie ein Hammer, aus wie ein Nagel, wenn man nur einen Hammer hat oder nur einen Hammer kennt. Also wie geht man da an? Ja, ich glaube, das ist das gleiche Problem wie immer, wenn neue Menschen irgendwo dazu kommen, wo schon was ist. Ne? Ob man das im Unternehmen hat und man kauft irgendwie ein anderes Unternehmen ein und dann soll das in die Unternehmenskultur. Da kann man entweder hart gatekeepen und nur das zulassen, was einem auch irgendwie zusagt. Oder man nimmt das alles dankbar auf als neuen Input und lässt auch zu, dass
erstmal das System auch außerhalb vom Videospiel kennengelernt werden möchte und muss. Und dass man auch nach und nach das Hobby als Ganzes kennenlernt. Den Prozess, den durchläuft ja jeder. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, wo ich dann so Neulinge hatte, die auch die Idee als erstes mal kennengelernt haben, weil sie nichts anderes kennen. Das ist sowohl Türöffner als auch Flaschenhals des Hobbys, dummerweise. Oder überhaupt auch netterweise, weil es ist halt da. Ne? In Amerika ja nochmal mehr ein Synonym fürs Rollenspiel als hier bei uns. Zum Glück, finde ich persönlich. Ja, ich weiß gar nicht, wie unsere Szene mittlerweile aufgestellt ist. Weil, also ich wohne ja in Freiburg, wir haben ja den Rollenspielverein, wo so ein offener Spieletreff angeboten wird, wo auch D&D angeboten wird und das Schwarze Auge, aber auch ganz viele Indie-Systeme. Also hier ist die Bubble schon sehr viel facettenreicher als der Rest von Deutschland, aber ist ja generell bei Freiburg so der Fall. Würde ich gar nicht unterschreiben. Also ich würde sagen, wenn du so in klassische Tabletop-Läden gehst, das ist ja aktuell noch immer noch so der Anlaufpunkt, wenn du in physische Läden gehst, um solche Spiele noch zu kaufen, dann landest du immer irgendwo beim Pegasus. Also Cthulhu, Shadowrun, dann noch Ulysses mit eben DSA und dann eben Wizard of the Coast mit Dungeons and Dragons. Das sind so die drei großen, die paar großen, vier waren es. Und dann wird schon danach wird es schwierig. Also wenn ich in meinem örtlichen Brettspielladen hier in Rosenheim gehen möchte, da werde ich nicht viel anderes mehr finden. Unsere sind da deutlich besser aufgestellt. Ja, ich werde auf jeden Fall alles an Trading Card Games kriegen. Ich werde alles Ja. an Miniaturspiele bekommen, weil das eben die Cash-Cows dieser Läden sind. Und Rollenspiel ist irgendwie eher so das Abfallprodukt, leider. Ja, ich glaube, die verkauft sich ja auch ganz gut, wenn man so den Liegt Umsatzzahlen ja von auch in der Wizard. Natur der Sache, weil du kaufst einmal ein Buch und dann hast du ausgesorgt und kannst damit spielen. So. Und bei sowohl Miniaturspielen, also Tabletop-Spielen, als auch bei Trading Card Games hast du einen konsistenten Wiederkauf Aspekt drin. Deswegen, klar, sind die für die Läden überlebenswichtig. Aber ich würde nochmal zurück, ich kann mich an diese Rocket Beans Sache auch noch erinnern. Ich fand die schrecklich, ganz, ganz, ganz schrecklich. Warum fanden die so viele Ich fand schrecklich? ich fand den Humor schrecklich, den die hatten. Also dieses alles gekünstelt immer ins Lustige ziehen und also dieser Show-Aspekt, den diese Sache hatte, der hat, das war für mich so aufgesetzt, zwanghaft lustig. Und ich glaube, zu der Zeit, wo das war, habe ich viel zu gerne, viel zu ernst Rollenspiel gespielt. Und ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen. Also ich kann mich da, glaube ich, gar nicht von freisprechen, da nicht auch Gatekeeping betrieben zu haben zu der Zeit. Und somit im Rückblick habe ich da viele Sachen falsch gemacht, glaube ich. Und ich würde auch irgendwie mal gucken wollen, wo das denn herkommt, diese Reaktion aus der eingesessenen Szene, dass man mit Gatekeeping auf solche neuen Angebote reagiert oder generell auf die Leute reagiert, die sich als erstes aus ihrem Wohnzimmer gemeldet haben ins Internet, weil das war ja eine so der, da hat das ja so ein bisschen mit angefangen, so, ich kann mich dann auch noch an die Nerdpool-Sache erinnern mit Engai X, der Mitgründer von Nerdpool war, der damals DSA-Videos gemacht hat, was der für einen Fleck gekriegt hat aus der DSA-Community, nur weil er seine Art, DSA zu spielen, halt ins Internet getragen hat. Und auf einmal sagen wir so, oh, nee, und das ist völlig, oh, und der, wie der das da macht, und völlig, cool. Und so, und das ist halt, wo kommt diese Gatekeeping-Reaktion her? Also ist es wirklich dieses, da ist jemand, der macht das anders als ich und erklärt es den Leuten und nachher kriege ich keinen mehr für meine Runde? Wobei ich würde mal sagen, 80% aller Pen-and-Paper-Leute ja ihre Runden haben und darauf sitzen und nicht ständig irgendwie die Runden wechseln. Na, froh, wenn wir eine haben, die sich am Tisch trifft, ne?
Oh ja. Ja, eine Tischrunde zu gründen ist Schwerstarbeit, ja, da kann ich unterschreiben. Und deswegen sitzen die meisten Leute auch in völlig toxischen Konstellationen weiter zusammen, weil eine neue zu gründen ist furchtbar schwer. Also ich kann vielleicht aus meiner Reaktion sagen, wenn, als ich das Rocket Beans Ding hatte, ich hatte Angst für mein Spiel, dass ich jetzt lustig sein muss, um Leuten gerecht zu werden, die mit mir spielen wollen. Und das hat eine Abwehrreaktion bei mir hervorgerufen. Und wenn man sich so zurück überlegt, ist diese Angst eigentlich total unbegründet. Weil du dich ja selbst total klein machst mit deiner Art zu spielen. Du kannst ja irgendwie, dafür gibt es Session Zeros, die wir anbieten. Irgendwie, man spricht miteinander, was machen soll. Und wenn die Leute keinen Bock haben, mit dir was Ernsthaftes zu spielen, dann spielen die nicht mit dir. Das ist halt unser großer Vorteil, den wir jetzt mit der Online-Community nach der Covid-Pandemie ja auch aufgebrochen haben. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ne? Diese Erwartungshaltung, die man irgendwie dann managen muss. Muss man ja dann bei Neulingen generell. Ich hatte das auch, ne? Die kamen irgendwie auch bei mir häufig aus der Computerspielszene und waren Rocket Beans geprägt. Kam ich auch nicht so richtig mit klar, weil ich auch kein lebender Computer bin, der da alles geliefert hat, was die erwartet haben. Also das ist auf jeden Fall das eine. Und dann Session Zero ist auch, glaube ich, nur so den Eingeschworenen, dem engeren Kreis ein Begriff, wenn da jetzt Neulinge kommen. Wenn man ehrlich ist, allein der Begriff Session Zero oder halt Einsteiger-Session oder irgendwie sowas irgendwie in den Raum zu schmeißen, hat ja auch schon Backlash in der Community ausgelöst. Ne? Total. Sowas Neumodisches brauchen wir alle nicht. Genau. Hä? Wir machen doch nie was Schlimmes, alle Themen, das, wir sind doch erwachsen. Ja, genau. Also das dann auch an Neulinge ranzutragen und da dann auch was Zielführendes rausziehen zu können. Weil die kennen die Begriffe nicht. Die wissen, also weder die Narrativen noch die Metabegriffe, ne? Was hättest du denn gern für ein Spiel? Ja, ich würde gerne meinen Ork spielen oder so. Ja, toll. Da kannst du nicht viel mit arbeiten, ne? Also musst du erstmal ein paar Runden spielen, was wieder Zeitinvestment ist, und diese Erwartungshaltung managen. Was eben auch, glaube ich, dann auf dir als Spielleitung hängen bleibt, weil du ja so viele Rollen eh drin hast, ne? Als Moderator, als Mediator, als Storyteller. Das ist dann noch so eine Zusatzbelastung, auf die man dann auch mit ein bisschen, ja, negativen Emotionen reagieren kann. Ne? Je nachdem, wir sind ja alle auch ein bisschen ausgelastet. Und dann kommt auch noch was Neues und will gemanagt werden. Ah, erstmal nicht. Das andere, was ich zumindest bei D&D auch gefühlt habe, und anderen großen Systemen, also groß im Sinne von regelintensiv, ich habe mir die Mühe gemacht, diese ganzen Regeln zu lernen. Ja, ich war da dann drin. Und dann, das steht ja auch in der Regel dann so, man muss das so und so machen. Und wenn dann einer sagt, ja, ich mache das so nicht, das geht doch nicht. Ich habe mir Mühe gegeben und dieses Buch gelesen und das gelernt. Ja, du kannst doch jetzt nicht sagen, das kann man doch auch anders machen. Warum steht das denn da im Buch? Was soll das denn? Kannst doch nicht einfach machen. Bis ich Ist dann gelernt habe. der Zu, das damals irgendwie im Internet über mich gesagt hat. Er sagte, Koali, du bist jetzt irgendwie keine, du bist nicht besonders in dem, wie du spielst, du bist einfach nur faul, weil du keine Regeln lernen willst. Und ich so, ja. Hat er Stimmt. völlig recht gehabt mit. Es soll ja auch Spaß machen, ne? Für manche ist halt dem Buch eins zu eins folgen Spaß und andere wollen eine schöne Geschichte erleben. Es ist total vielseitig. Und man muss, glaube ich, auch als Spielleitung ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, wie weit inzwischen die Erwartungshaltung oder die Wünsche der SpielerInnen sind, die mit dir an einem Tisch oder in einer Online-Session sitzen. Und die kommen halt momentan auch echt aus. Da kommt dann halt der eine, der vom Fernsehen kommt, der andere kommt irgendwie von den Rocket Beans, der dritte kommt irgendwie von Baldur's Gate oder von Diablo. Und hast dann halt, du musst den allen irgendwie gerecht werden, ne? Ich sehe das jetzt auch bei mir auf der Arbeit.
Ich habe einen Pen and Paper Runde habe ich gegründet mit Teenagern, die eben genau nur aus dem Internet D&D kennen. Ne? Die sagen, wir spielen mal dieses neue Spiel, dieses ganz neue, hast du davon gehört, dieses Dungeons and Dragons. Und ich so, super neu. Kenne ich, finde ich nicht gut, aber ich halt zeige euch hier jetzt mal die ich gut finde. Und ich bin damit krachend gescheitert. Also, ne, die ganzen regelarmen Systeme, die ganzen Indie-Sachen, die irgendwie da aufkommen, die wollen das gar nicht. Und das muss auch erstmal bei mir dann sacken, dass ich dann verstehe, das, was ich super gerne spiele, als jemand, der 30 Jahre Rollenspiel spielt, jetzt schon fast. Das ist nicht das, was ein Anfänger machen will. Und wenn ich mich mal zurückerinnere an das, wie ich angefangen habe, Rollenspiel zu spielen, ich hätte das damals auch nicht gewollt, so zu spielen. Die wollen was Ja. ganz anderes. Ich habe das auch häufig mitbekommen, wenn du so ein Theater-Kid bist, so ein Schauspielender, dann sind diese regelarmen Systeme leichter, weil du hast eh schon eine Vorstellung. Du weißt, wie dein Charakter funktioniert. Wenn du aber eher so ein bisschen Gamification vom Storytelling brauchst und so ein Blatt, was dir sagt, was du tun darfst, dann ist D&D eher besser geeignet. Da steht, ich darf einen Feuerball zaubern. Da steht, ich darf zweimal die Runde angreifen. Geil. Dann mache ich auch nicht mehr. Ja, da steht noch, okay, ich darf auch schleichen. Okay, dann das mache ich auch noch. Aber da steht nicht, slide unterm Küchentisch durch, um dann den Bart vom Zwerg zu greifen und ihn auf den Tisch zu hauen oder so. Ja, das steht da nicht. Da musst du selber drauf kommen. Und ich glaube, diese Eigenleistung, diese kreative Eigenleistung, mit der Imagination aller am Tisch zu spielen. Das braucht auch erstmal eine gewisse Sicherheit in der eigenen Ausübung vom Kreativsein und das mitteilen können. Und das machen wir heutzutage ja leider nicht mehr so viel. Ne? Wir konsumieren viel, aber wir sind nicht wirklich dabei, das selber auszuleben, außer man ist seit Jahrzehnten Rollenspieler. Oder irgendwie anders kreativ tätig. Und das dann auch noch in einer Gruppe zu machen. Ich kann mir vorstellen, als Teenager, da war ich auch im Freundeskreis, in meinem Kreis, dann ausreichend ja, wohlgefühlmäßig unterwegs, dass ich mich dann getraut habe, mal so einen Charakter zu spielen. Aber irgendwo random in so einem Jugendtreff mit irgend so einem Typen, der 30 Jahre älter ist, also weiß ich ja nicht, ob ich das dann völlig frei hätte machen wollen, ne? Ja, die Frage ist auch immer, wo holst du die Leute halt ab? Und gerade dieses, was ja jetzt gerade beschrieben wurde, das hatte ja eher was Cineastisches in dem Sinne. Und wenn du die Leute aber entsprechend mal abholst, was wird sie jetzt im Rahmen dieses Abenteuers, dieses Systems jetzt gerade erwarten? Also, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, den Leuten erklärt, okay, ihr spielt die Baywatch, aber es gibt dann auch riesige Monster, die euch dann fressen werden, oder Kultisten oder anderes absurdes Zeug wie UFOs und sonst so. Also wirklich halb par excellence, wo jeder sagt, okay, das ist abgefahren, das ist weird, aber eben so, oder man sagt, okay, wenn ich jetzt mal irgendein das Hexen heranziehe und sage, okay, ihr könntet sowas wie eben Van Helsing und Hänsel und Gretel, Hexenjäger oder sonst was spielen. Da können sich die Leute was vorstellen. Wenn du sagst, okay, du holst sie in dem Sinne in ihrer Mediensozialisation ab und sagst, okay, du ziehst Bezugspunkte her und sagst, okay, bayerische Krimis, wird niemand interessieren, außer jemand, der mal was damit zu tun hatte, der den Bullen von Tölz gesehen hat. Und wenn du sagst, okay, Bullen von Tölz, Columbo oder irgendwas in dieser Richtung und das als Rollenspiel und dann so, ah ja, oder eben Sherlock Holmes spielen, dann sind wir bei Private Eye und so weiter. Also man kann die Leute auch so gesehen proaktiv rausholen, wie gesagt, mit der Frage, was wollt ihr spielen? Das Problem ist nur, viele kommen gar nicht auf die Idee, dass eigentlich jede Geschichte in einem Rollenspiel verbaubar ist. Ja, und die Szene, die Rollenspielszene geht ja auch auf diese Sache ein, indem sie halt für die Sachen, die halt in anderen Medien sehr, sehr populär sind, Rollenspielsysteme schaffen. Ne, ich denke da an Lizenzprodukte. Dragon Age gibt es ein Rollenspiel zu, The Witcher gibt es ein Rollenspiel zu inzwischen, es gibt ein Game of Thrones Rollenspiel. Ganz populär Avatar jetzt neuerdings.
Eine riesige Kindersendung, die viele gesehen haben, und viele davon haben wahrscheinlich gar keine Rollenspielsozialisation, aber können Das ist nicht plötzlich nur eine, eben. Zeitiger, das ist nicht nur eine Kindersendung. Ja. Da hat es gerade in mir gezogen, das. Ja, aber es lief damals bei Nickelodeon. Das war für mich der Kinderkanal. Deswegen, also deswegen die Einordnung, dass das Erwachsene gucken können. Seid ihr nicht genommen. Ja, also das finde ich einen total wichtigen Punkt. Die N Nähe, die den Einzelnen mit dem Rollenspielmedium da ist, oder mit der Mediensozialisation, wie du es genannt hast, total wichtig. Das Schwierige ist nur, wie stelle ich das an? Nur weil ich sage, hey, was hättet ihr, wollt ihr gern Guardians of the Galaxy spielen? Und dann sagen manche bestimmt, ja, weil der Film toll war. Aber das dann zu spielen, ist wieder was anderes. Ne? Also es ist echt so eine Gratwanderung, die Leute da abzuholen, wo Ja, sie und sind. Und da. vieles kann man auch nicht übertragen. Genau, ne, das Also, wenn du auch. Witcher überträgst, dann wollen alle Witcher sein. Und dann ist das langweilig, oder? Also, Ja. es gibt natürlich in diesem Universum noch so viele Geschichten, die erzählt werden wollen, wo der Witcher überhaupt keine Bedeutung hat oder so. Aber da musst du auch erstmal die Leute hinkriegen, dass sie das machen wollen. Ne? Das ist wie wenn du Star Wars anbieten würdest. Alle Ne? wollen Jedis machen. Alle wollen Jedi sein. Aber mittlerweile, mit dank Serien wie Andor und Star Wars Rebels, ist das auch ein bisschen aufgeweicht. Oder eben der Mandalorian, da kannst du ja auch das Common Villainy Zeug machen. Ja. Ja. Ich fand es deswegen aber auch so spannend, was da in dem GTA-Ding passiert ist, in GTA 5. Ich glaube nämlich, ganz viele geht es so wie dir, Alex, dass die da überhaupt gar keinen, also die haben wahrscheinlich GTA 5 mal gehört und haben gedacht, das ist halt so ein, ja, schick aussehendes Auto- und Gangsterspiel. Läuft wahrscheinlich dann auf deinem Computer auch nicht, wenn Baldur's Gate 3 nicht läuft. Ich habe es gespielt. Ich habe es auch durchgeführt. Also es war das erste und bisher auch einzige Open-World-Spiel, was ich mal gespielt habe. Und zwar auch durch, weil es echt gut ist. Hat es ja auch verkauft wie geschnitten Brot. Aber Qual, ich muss ehrlich gestehen, was genau machen die denn da? Weil ich habe es mir nicht angeschaut. Also das, was da passiert, ist, dass jemand einen Server auf einem Server Platz zur Verfügung stellt und die Spielkarte von GTA nimmt, die erstmal übernimmt, sodass man darauf spielen kann. Die ganzen Ortschaften sind alle da. Dann kommen da die Autos rein, die Klamotten und alles Mögliche. Und dann hast du quasi, setzt du die Spieler da rein. Jeder macht sich seinen eigenen Charakter. Und dann schmeißt du die alle auf diese Karte und die interagieren alle miteinander. Da gibt es ein Plugin über TeamSpeak, dass du halt verschiedene Sprechreichweiten hast. Das heißt, du kannst dann irgendwie mit den Leuten in deiner Umgebung kommunizieren. Und durch das Plugin sieht es halt auch so aus, dass dein Avatar quasi, also dein Spielcharakter, spricht halt auch in dem Moment, in dem du sprichst, bewegt er die Lippen. Und dann agierst du da halt. Du denkst dir eine Rolle aus. Ich bin, keine Ahnung, John Doe aus Dallas und ich komme jetzt hier nach Los Santos und keine Ahnung, ich will Polizist werden. So, dann kommst du da rein und dann wirst du Polizist. Auf dem, der den Server zur Verfügung stellt, muss natürlich ein bisschen grundlegend ein paar Sachen irgendwie vorher festlegen. Ne, es muss halt irgendwie jemand geben, der die Polizei managt, das muss jemand geben, der das Krankenhaus managt und sowas. Und so. Aber das funktioniert dann halt irgendwie. Es gibt dann so Fraktionen, dann gründen sich die ersten Gangstergilden und die Gangs und sowas. Und dann interagierten die Leute einfach miteinander. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen von Servern bis hin zu einem Hardcore-Rollenspiel-Server, wo du wirklich alles ausspielen musst. Du musst dich an die Verkehrsregeln halten. Du musst gucken, dass du immer genug isst und trinkst. Du musst gucken, dass du irgendwie dein Geld zusammenkriegst, dass du einen vernünftigen Job findest, ne? Und sei es nur, dass du auf dem Feld Erdbeer pflücken gehst oder sowas, ne? Oder, keine Ahnung, du musst halt auch dann deinen Job halt wirklich ausspielen. Dann gibt es Leute, die spielen Müllmann.
in ihrer Freizeit Hab und das laufen von. wandern durch die Gegend und sammeln den Müll auf. Das ist das Sonst nehmen Bauernspiel sie als Mücken. Puppengame. Ja, Ne? why Oder es not? sind Leute, die sind Friseur, Crazy. die sitzen den ganzen Tag im Friseursalon und dann kommen die Leute rein und lassen sich die Haare schneiden Und du und kannst mit ihre diesen Frisur Leuten ändern. reden. Das ist ja abgefahren. Und da entstehen halt Geschichten, also ganz rudimentär, also es ist wie eine Soap-Opera, würde ich sagen, wenn man das so guckt, ne? Also wenn man Livestreamer davon verfolgt, kommt immer noch ein bisschen drauf an, wie und wo die spielen, aber es kann halt wirklich sein, wie eine Soap-Opera zu gucken. Weil es sind halt kleine, alltägliche Geschichten mit so ein bisschen over the top, so, ne? Besonders spielen sie ja nicht die Gangster, sie spielen ja auch totale Alltagsmenschen, die von den Gangstern erfahren werden an der Manchmal sind es Stelle. Alter, es gibt auch Leute, die Gangster spielen, irgendwie auch total irgendwie so under the radar crime oder irgendwie ganz offensichtliche Gangster oder einfach nur ein paar Dullis, die irgendwie Tankstellen ausrauben oder so. Aber ich finde es deswegen so interessant, als ich das erste Mal drauf gestoßen habe, habe ich gesagt, wow, hier wird richtig krass Rollenspiel betrieben, ne? Weil die sich ja alle die haben sich ja ihren eigenen Charakter überall ausgedacht und der agiert halt in dieser Welt, ne? Ist halt genau dasselbe, was wir im Rollenspiel auch machen, nur dass die halt dieses Chassis von diesem Spiel da drumherum haben. Also, dass der Computer, ne, also Besonders haben das sie zum Beispiel nicht keine spielen festen wollen. Regeln. Sie geben sich die Regeln nur selber und die sind eigentlich auch so soft wie die normale Menschenwelt ja auch Die ist an der Regeln Stelle. sind halt das, was du machen kannst aufgrund Genau. des Computerspiels. Zum Beispiel, es Genau. gibt halt, du kannst halt bestimmte Sachen nicht, gibt es keine Animationen für. Dann musst du halt gucken, es gibt keine Umarmungsanimation, deswegen musst du nur die Hände hochmachen und wenn der andere vor dir auch die Hände hochmacht, weißt du gescheit, okay, Dann dann dreht man umarmen wir uns sich jetzt einmal im gerade. Kreis und dann hat man sich abgefahren. Ne? Okay. Oder es gibt eine Regel, auf manchen Servern, dass wenn du eine Maske trägst, du nicht erkennbar bist. Auch von der Stimme her nicht erkennbar bist. Das soll dann die Leute, die Crime spielen, halt dann befördern. Also wenn du, sobald du eine Maske an hast, bist du nicht mehr erkennbar. Oder dass du halt die Leute nicht direkt am Geldautomaten ausrauben darfst oder solche Sachen. So ganz rudimentäre Regeln, die dann befolgt werden müssen. Aber ansonsten ist das total frei. Und das Spiel gibt dir halt vor, was du machen kannst. Du kannst halt nur so und so hoch springen. Du kannst auch nicht vom Berg runterfallen, ohne dir weh zu tun. Du kannst auch sterben. Ne? Und wenn die Spielleitung, also es gibt eine Serverleitung, wenn die Serverleitung entscheidet, du bist mit deinem Auto auf dem höchsten Berg gefahren und hast das dann rollen lassen und hast nicht drauf geachtet, was da passiert, selbst schuld, bist du tot. Und ne? Und ich fand das so faszinierend, weil das so ein Ding ist, wo ich nie gedacht hätte, dass da spielen auch Leute, die von unserem Rollenspiel noch nie was gehört haben und das auch lustig finden, dass es Leute gibt, die Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen. Mit besten Regeln und Schemata, wie man würfeln Ja. muss. Und gleichzeitig, wenn man das ein bisschen verfolgt, diese Szene, ich bin jetzt durch so ein paar Streamer durch, gibt es auf den verschiedenen Servern genau die gleichen Probleme wie bei uns im Rollenspiel. Und es scheitert immer an der Interaktion, an der Kommunikation. Und die rollenspieltechnischen Probleme, die wir irgendwie in so Session Zeros oder sowas irgendwie auch beheben oder genau die gleichen Probleme haben die auch. Und das heißt im Prinzip, wir spielen eigentlich dasselbe Spiel nur mit anderen Systemen. Und dann Regeln. Ja, das klingt echt so, als hätten die das Hobby da nochmal neu erfunden. Ja, und das ist halt gruselig so ein bisschen, wenn man davon irgendwie, ich hatte davon überhaupt keine Ahnung, ich habe es durch Zufall habe ich das mitgekriegt. Ja. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil GTA, genauso wie World of Warcraft, das ja damals auch gemacht hat, das ist ja eine gewisse Nähe und die Hürde ist gering, das dann da anzugehen. Ja, Weil bei ich die World of Nähe von WoW zur Rollenspielszene im Rahmen von High Fantasy schon eher sehe, aber GTA ist halt weit weg von uns Die normalerweise. Nähe meine ich gar nicht. Ich meine eher die Nähe zum ins Rollenspiel übergehen, nicht zum Rollenspiel-Hobby an sich. Weil bei WoW, es ist eh schon mal ein Rollenspiel und es ist ein, also du spielst ja auch mit anderen Leuten. Da dann noch irgendwie deinen eigenen Charakter auszuspielen, relativ, also ist ja quasi der nächste logische Schritt, sind wir mal ehrlich. Ne? Und bei GTA, das spielt ja in einer. Also GTA 5 spielt ja in einer Stadt, die sehr an LA angelehnt ist. Also fast schon 1 zu 1. Und Ja, teilweise wirklich 1:1, ja. ja. Und halt sehr an unserer Welt angelehnt und auch der Zeit.
von 2015 oder wann das erschienen ist. Und da dann einfach mal ein anderes Ich in meiner Welt spielen können, mit, okay, mir kann da erstmal nichts passieren, ist eigentlich auch nicht so weit weg. Ja, der Gedanke ist relativ nah dran. Und wenn das der Server ermöglicht, ich das Spiel eh habe, wie viele Menschen dieses Spiel eh haben, weil es ja verkauft wurde ohne Ende, dann hast du auch da eine relativ geringe Hürde. Und von da aus hat das ja auch nochmal Kreise gezogen. Die gleiche Firma hat ja auch noch mit Red Dead Redemption ja auch nochmal ein Spiel, was dann nicht mehr unsere Zeit ist, ne? Was dann halt, wo es dann halt auch dann auch innerhalb der Community dann Diskussionen gibt, wie man zum Beispiel die Indigenen in dem Spiel spielt. Darf man die spielen? Wie spielt man die und so weiter, ne? Ja. Cowboy und Indianer zu spielen, das hat irgendwie, hat jeder von uns, als er klein war, ne? Und das merkt man auch, wenn man dann solche Streams guckt, dann merkt, das merkt man dann, da sind irgendwie dann, kommen die Kindheitserinnerungen von vielen Leuten dadurch, ne? Und fürs Fantasy-Setting gibt's Rust, gibt's inzwischen auch. Das hat halt eine scheiß Grafik, aber im Vergleich jetzt, ne? Aber es wird halt auch bespielt, ne? Und es gibt halt so seine, diese Settings und irgendwie entwickeln die sich so parallel zu dem klassisch Rollenspiel Oder das Community weiter. meistverkaufteste Computerspiel überhaupt, Minecraft, das ist genau auch dasselbe Genau, mit auf dem Minecraft, Server. ja, da gibt es ja super viel. Ja. Bin ich ja überhaupt nicht drin. Ja. Aber Und hast du ich jetzt. finde das so toll, dass es irgendwie so mehr, dass es jetzt irgendwie so aufbricht und durch solche Computerspiele Leute dazu bringt, Geschichten zu erzählen. Ich finde das ich find das so toll, dass die Leute da dran kommen und dass die sich auch ihre, dass die merken, so Bad Cop oder so einen übelsten Ultra-Gangster, der alles wegballert und das macht 1, 2 Tage, macht das Spaß und danach ist das langweilig. Danach fangen die nämlich dann an, wirklich richtig sich überlegen, ne? Und ich finde das immer total faszinierend. Und auch solche Regeln, wie es dann irgendwie, wie dann gemacht werden, so dass du, auch da gibt es gut RP und schlechtes RP, ne? Wie es halt bei uns früher auch war. Ne? Irgendwie so gutes RP ist halt das, was dem anderen, mit dem ich interagiere, die Möglichkeit lässt, auch mit mir zu spielen. Also alles, was Spiel weiterbringt, ist gutes RP. Alles, was Spielstränge abbricht oder unmöglich macht oder dem anderen etwas aufzwingt, ist schlechtes RP. Und genau dasselbe haben wir ja auch über die Jahre alle entwickelt. Und die brauchen dafür, wie lange ist das Spiel jetzt da? 5 Jahre, 6 Jahre, 9 Jahre? Und wir haben da 30 Jahre für gebraucht, bis wir sowas mal rausgeholt haben. Also ich jetzt, ich bin ja auch, Ja, bin ja. aber auch schlechter Rollenspieler. Aber was ich halt total spannend finde, wenn ich das so mir durch den Kopf jag, wenn die vom GTA oder den ganzen anderen Beispielen, die ihr genannt habt, irgendwann mal zum Pen and Paper Hobby kommen, dann ist deren Skillset nicht vergleichbar mit dem, was wir von Neulingen erwarten würden. Klar, die Ja, haben genau. noch nicht ewig viel Stunden D&D gespielt. Oder irgendein anderes Regelsystem oder schon Indie-Systeme oder was auch immer. Ne? Das sind ja so die üblichen Vorstellungsrunden. Ne? Ja, ich habe schon 8 Jahre D&D-Erfahrung und dreimal geleitet und, ne? Sondern die haben dann Rollenspielerfahrung. Also systemagnostisch quasi. Und das ist doch auch super witzig, wenn die dann reinkommen, dich rollenspieltechnisch gegen die Wand spielen. Ja, aber bei jedem Würfelwurf ins Stottern kommen. Also, Oder bei allem, wo sie eine Regel nachgucken müssen, weil das nimmt das Spiel an sich dir ja ab, ne? ja, total. Also irgendwie, wenn du auf jemanden schießt, musst du das innerhalb der Computer-Engine machen, ne? Und nicht mit dem Würfel oder musst du nicht nachgucken, wie viel Boni habe ich denn jetzt mit meiner Feuerwaffe oder so, ne? Ja, also kannst du die vielleicht sogar noch eher mit regelarmen Systemen abholen. Finde Wahrscheinlich. ich. Ja, finde ich eine super spannende Vorstellung, mit denen mal so eine Convention zu Ja, machen. und wenn man jetzt auch mal sieht, wie die Entwicklung weitergeht, also ich habe jetzt so ein paar Videos gesehen, wie Wizard of the Coast sich jetzt auch unbeliebt macht bei der D&D-Community mit seinen Online-Angeboten, wie sie da machen wollen. Ich glaube, es geht ja in so eine
so eine Vervirtualität, also das ist kein Wort. Also es wird ja, die wird ja virtuell. Oder Ja, soll es das wird. zumindest werden, wenn man, also ich denke mal, so, da geht der Zug lang, wenn man das sieht, was die da gerade machen. Also Ja, sie total. verkaufen einem virtuelle Tabletops. D&D Beyond haben sie ja schon super unter den Leute gekriegt, ist ja auch ein geiles Tool. So, und von da ausgehend jetzt, ne, ganz viele, die ganzen Sachen werden über die VTTs, ich kann mir nicht merken, welche Abkürzung die jetzt haben. Virtual Tabletop heißt das Genau, Tool, ne? VTTs, ne, genau, ja. Ja. Und dann du kannst ja deinen eigenen Charakter kaufen oder so, oder dann, ne, irgendwie sowas, so irgendwie, dann sieht der Feuerball anders aus, wenn du den anders gezahlt hast oder sowas. Ich glaube, in diese Richtung geht das dann halt auch, ne? Und das ist gar nicht mehr so weit weg von diesem GTA-Rollenspiel-Ding dann da. Irgendwann verschwindet dann das Spielsystem im Computer. Und dann haben wir nämlich genau das, diese virtuelle Realität. Aber die Frage sein, ob das wirklich so funktioniert oder ob wir das am Schluss irgendwie so eine Art Metaverse für Wizard of the Coast wird, wo man sagt, Ja. sieht zwar cool aus, aber irgendwie ist praktisch eher nicht so doll. Ist ja auch immer das eine, was die Firma will, und das andere, was die Leute wollen. Ne? Aber sonst Ich glaube, sind ja es gibt schon. die sind ja die populären Geschichten, ist ja das, wo man ja modden kann. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass sie da wirklich rein wollen. Die wollen halt Geld verdienen. Und ich glaube, so mit, wenn du Feuerbälle und Kleidung und sonst irgendwie was für Charaktere verkaufen kannst, da lässt sich gut Kohle mitmachen. Das haben die ganzen Videospielsachen alle bewiesen, ne? Und die VTT ist ja auch. Also Roll20 war ja noch recht rudimentär im Vergleich zu, wer ist der andere? Foundry. Genau, Foundry. Oder andere deckungsgleiche, wo du ja auch im Prinzip ein Videospiel bauen kannst für deine Gruppe. Ne, als Spielleiter kannst du dich ja komplett austoben und 3D-Umgebung und Wettereffekte und Tageslicht Dafür habe und ich keine Soundeffekte. Zeit. Es gibt Leute, die haben die Zeit. Und dann kannst du wirklich halt eine Videospielumgebung für deine Pen-and-Paper-Gruppe bauen. Und ja, irgendwann geht das dann eben in die Richtung. Das verkauft sich aber auch nur, also gerade wenn das jetzt von Wizards of the Coast kommt, weil das System so komplex ist, ne? Weil sonst bräuchtest du diese ganzen Hilfetools eigentlich ja nicht. Ja. Ne? Also die werden den Teufel tun und das System schmackhaft leicht machen. Und der Vorgänger von Baldur's Gate 3, also die, nicht, wie hießen die denn? Divinity Original Sin. Genau, die hatten ja auch so einen Editor dabei, wo sich jeder halt so seine eigene Welt irgendwie zusammenbauen konnte und wo du halt auch mit verschiedenen Leuten zusammen dann so ein Tabletop-Ding draus machen konntest, mit dem Regelsystem, was Divinity halt irgendwie hatte, ne? Hatten die Orkenspalte nicht sogar eine Fanmade-Erweiterung gemacht für irgendein Ich glaube DSA in schon, ja. Divinity Original Ja, Sin habe ich Engine? auch Ja. gesehen. Ja, also die Übergänge sind da teilweise jetzt mehr und mehr fließend, ne? Die Übergänge sind in allen Richtungen fließend. Wie gesagt, du kannst die Leute bei Krimi-Dinner einsammeln, du kannst die Leute beim Brettspiel einsammeln, wenn sie du so auf der eben von Gloomhaven oder sonst wo wieder einsammelst. Du kannst sie, wie gesagt, im Impro-Theater einsammeln, du kannst sie bei GTA jetzt neuerdings einsammeln, wie wir jetzt gelernt haben. Wir müssen den Leuten nur die Brücken aufmachen und sagen, hier, wir würden gerne mit euch spielen. Kommt doch mal dazu, probiert es aus. Wir Ja. sind nur noch digital im Discord. Und das sind ja auch die ganze Gaming-Community auch ja hin. Dass sich die Rollenspiel-Digital-Bubble in Discord verräumt hat, hat das letztendlich näher an die Videospiele herangerückt, als man initial glauben mag. Weil es ist ja Ja. nur noch ein Klick, in eine andere Community reinzugehen. Ja, oder wir nutzen die Brücken auch selber. Wir können da ja auch hingehen. Ja. Klar. Weil, also. Also zum Beispiel Baldur's Gate hat mir jetzt D&D auch mal wieder ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich meine, ich habe einmal D&D gespielt, ne, mit Alex, mit dir und beim Jingle Channel. Da, das war mein einziges Mal D&D. Das war jetzt nicht sonderlich weittragend, weil es auch nur eine Session über 2 Stunden waren. So, aber wenn ich jetzt so Baldur's Gate als Videospiel spiele, habe ich dann schon irgendwie so, ja, vielleicht spielt man es dann doch irgendwann mal. Ne? Es macht so ein bisschen, es füttert einen so ein bisschen an. So. Ich sehe Auch wenn schon, ihr wir es. machen die nächste Special-Folge. Wir machen jetzt Next Alex leitet für uns D&D. Roleplay. Ja. Oh, muss ich leiten?
Zu oder bring einen mit, der das gut kann. Ja, vielleicht bringe ich einen mit. Aber wir wollten auch noch Shadowrun spielen. Ja, genau. Wir wollten noch so viel machen. Ja, und wir Schon noch. wollten noch mal drauf eingehen, was das Ganze denn jetzt mit der Gesellschaft zu tun Genau. Was, Alex, was hat denn das jetzt alles eigentlich mit Religion, Philosophie und Gesellschaft auf sich? Du hast es doch so schön in den Raum geworfen als Frage, die nehme ich jetzt einfach nochmal auf. Wie bringen wir denn verschiedene Kulturen zusammen? Na, jetzt kommt halt wieder mal ein neuer Schwung Menschen in die bestehende Und Pen-and-Paper-Kultur. die wollen auch noch, dass du lustig bist von Rocket Beans, Leute. Und so. Haben wir jetzt Wird gelernt. nicht lustig, darf man überhaupt nicht sein im Spiel. Nee, man darf nicht lustig sein, man darf nicht Spaß haben, man darf auch nicht völlig überspitzte Charaktere spielen, das darf man alles nicht. Es muss todernst sein, nur Herr der Ringe ist das einzig Wahre. Ja. Dann erzähl mir aber bitte alle Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Hobbits auf. Ja, und dann hast du jetzt halt die Baldur's Gate 3 Community, die halt auch einen sehr hohen Fokus, glaube ich, mal auf Storytelling und auf das, auf, also dieses Ja und lebt. Ja, egal was du machst, du kommst halt weiter. Was auch nicht Gutes jeder RP. hinkriegt. Genau. Und ich hoffe, dass die Community das nicht gatekeept, ist das das Verb dafür? Halte sondern das Tor. genau, Hodor, Hodor. Jetzt nicht der Hodor werden, sondern sich da öffnen und diese ganzen neuen Impulse, die da kommen, gemischt mit den Altbekannten, ins Regelwerk reinfinden, ins Hobby reinfinden, in die menschliche Interaktion reinfinden. Die ist ja beim Computerspiel jetzt nicht so gegeben, auch wenn sie halbwegs gut emuliert wird. Dass man da eben halt unterstützt. Also ich hoffe, dass das passiert. Aber es ist halt so ein Kulturclash aus verschiedensten Richtungen. Und der ist etwas, was uns im Alltag gesellschaftlich auch immer wieder passiert. Ob das nun so ein extremer Kulturclash ist wie Russland, Ukraine oder Israel, Palästina, oder einfach nur Firmen kaufen einander auf oder du fängst an, eine andere Person zu mögen und versuchst dann in deren Familie reinzukommen. Ja, das kann auch manchmal ein ziemlicher Crash werden. Aber ich glaube, das haben wir im Hobby ja auch regelmäßig. Ja, ich würde auch in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde einfach aus der eigenen Erfahrung, die ich jetzt ja gerade auch irgendwie hier nochmal so durchlebt habe mit meiner Schuldbekenntnis gegenüber den Rocket Beans. Ich würde einfach mal sagen, falls ihr irgendwie so dazu neigt, irgendwie so neue Neuheiten, egal ob in der Gesellschaft oder im Rollenspiel, erstmal so abzulehnen, zu sagen, nee, das ist nicht so mein Ding. Einfach mal zu gucken, erstmal für sich zu reflektieren, warum ist das nicht mein Ding? Und warum ist es für den anderen, der das aufgebracht hat, warum ist das für den anderen ein Ding? Und kommt man da nicht doch irgendwie auf irgendeinem Level mal zusammen? So, treffen wir uns in der Mitte irgendwo oder sowas. Oder mache ich vielleicht mal was, um ihm die Sache leichter zu machen? Mache ich mal was in seiner Richtung? Und habe dann aber die Möglichkeit, mit ihm zu interagieren und ihm vielleicht was von meinen Sachen auch zu erzählen oder zu zeigen. Und ich glaube, das passiert gesellschaftlich immer weniger, weil wir jetzt auch durch Social Media immer so drauf gepolt sind, ich. Und die Gesellschaft ja generell auch so in diese Richtung tendiert. Und dass das Ich eigentlich auch viel cooler rauskommt, wenn man mit anderen wirklich auch interagiert und sich wirklich mit anderen mal befasst. Das ist leider noch viel zu selten der Fall. Aber so in der Rückschau ist immer einfach reden, ne? Weil schon, wenn morgen jetzt einer kommt und er findet irgendwie was und ich gucke das und sagst so was Scheiße. Weiß nicht, wie ich dann handle. Wir bleiben ja trotzdem Menschen, ne? Ich habe zum Beispiel gar nicht so das Problem mit diesen neuen Bubbles. Ich habe oftmals eher das Problem mit der bestehenden Community oder beziehungsweise mit dem Mainstream-Bubble,
Wobei man dann sehr hohe Anführungszeichen dranhängen muss, weil Rollenspiel, Red Pen and Paper ist kein Mainstream. Aber ich habe so meine persönlichen Probleme immer noch persönlich mit Dungeons & Dragons und DSA, weil ich einfach bei DSA da stehe. In welcher Zeit soll ich mich in diese Lore jemals einlesen? Und wenn ich mir dann höre, es gibt schon diverse Gatekeeper, denen ich nicht vorbeikomme, dann, ja, dann gehe ich woanders hin. Und das ist so, da merke ich einfach, wo ich mal abstoße und ich da stehe. Die ganzen Dungeons & Dragons Leute sind irgendwie so auf Critical Role und ähnliches gerade gepolt und ich habe so gerade und in diesen starren Schemata von irgendwelchen Archetypen zu denken, wo ich einfach sage, nee, irgendwie finde ich diesen Mainstream, wie gesagt, eher abstoßend und ich möchte lieber irgendwie immer coole Geschichten einfach nur erleben und bin deswegen ja in der Nische, in eine kleinere Nische der Rollenspielszene ja abgewandert. Beziehungsweise bin da überhaupt eingestiegen. Also nominierer ist alles, nur nicht Mainstream. Das ist eher schon wieder ein absteigender Ast. Aber es war halt eine Tür, die ich genommen habe, die mir zugesagt hat. Und ich habe sehe einfach, wie viele Leute im Rahmen der Pandemie in die Szene reingekommen sind. Die haben teilweise Verlage gegründet, wo ich da stehe, okay, krass. Und die machen Spiele, die mich nur peripher überhaupt interessieren. Aber ich finde es cool, dass das passiert an der Stelle. Und diese Leute haben mit der Pen-and-Paper-Szene Jahrzehnte nichts zu tun gehabt. Die haben gewusst, dass es sie gibt, aber sie waren nicht einladend genug zu dem Zeitpunkt. Und dieser Covid-Moment, auch so sehr wir unter der Pandemie gelitten haben, war wirklich ein Türöffner für viele Sachen. Und auch die Leute aus der Rocket Beans-Szene, die erstmal vor der Pandemie eher so, ja, werdet mal erwachsen, lernt mal das richtige Rollenspiel, verlacht wurden, auch die sind mittlerweile bestens integriert in der Ernst. Szene. Ja, alles hier mit Ernst, todernst. Und ich bin derjenige, der hier, wie gesagt, mit Baywatch und Cthulhu her um die Ecke kommt. Also ich nehme mich an der Stelle selber nicht ernst. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich mich nicht zu ernst nehme und damit auch mit vielen Leuten aus den verschiedensten Discord-Communities halbwegs klarkomme, auch wenn ich damit auch manchmal auch anecke, weil ich da, ich fahre jetzt einfach trotzdem meinen Stiefel. Aber ja, ich muss mich wahrscheinlich gegenüber dem Mainstream wahrscheinlich ein bisschen toleranter mal polen. Ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen böse radikalisiert, Auch, folgende Art und Weise. da gilt es einfach mal hingehen, mal zu fragen, warum findest du das so cool, was du cool findest und warum ich das, was ich so cool finde und wie kommen wir zusammen, ne? Das geht auf allen Ebenen, nicht nur beim Rollenspiel, ne? Ja, nun habe Total. ich das Problem, wenn du mit Neulingen, die das Problem noch nie wirklich durchdrungen haben, du kriegst da keine Antwort, wo ich da stehe, ja, das überzeugt mich persönlich jetzt aber an der Stelle nicht. Das ist halt mein Problem. Da bin ich einfach wahrscheinlich da channel ich so meinen alten weißen Mann versehentlich wahrscheinlich und das sollte ich mir sehr schnell wieder abgewöhnen. Also für mich ist es halt auch so ein Eye-Opener, diese Spiele jetzt mit den Jugendlichen, mit den Teenies. Das ist, die haben das auch angenommen, dieses freie Rollenspiel, was ich so toll finde. Die machen das auch gut. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, denen fehlt noch was anderes noch dazu. Aber den Impuls zu setzen, dass es auch so geht, wie ich will, habe ich ja schon gemacht. Und habe das ja schon reingegeben und die nehmen es ja auch dankbar an und spielen es halt auf ihre Art und Weise, wie sie es machen wollen, auch aus. Und das finde ich halt auch so toll, dass diese Leute, die neue dazukommen, halt auch offen sind für ganz viele Sachen. Und wir denken immer, die sind das gar nicht, aber die sind das wohl. Ne? Und Und das ist ja. halt auch ein Vehikel, um Gesellschaft und Umgang halt auch zu lernen. Man kommt ins Gespräch. Und das ist wahrscheinlich das Essentiellste, was es so gesehen wieder zurückspiegelt. Weil es ist letztendlich auch nur ein Abbild dessen, was wir von der Gesellschaft hereingeben. Und das Spiel kommt ja auch so gesehen aus dem Spiel wieder zurück an die Gesellschaft. Man kann einen coolen Moment, wo es dieses freie Rollenspiel gegenüber von so einem alten, gelernten, regelbasierten Rollenspiel gibt es bei mir auf dem Kanal, gibt es einen Moment, wo man das sehen kann. Und zwar am Jonathan. Der ist jetzt heute nicht hier, deswegen kann ich lästern. Ja, der hat ja bei mir angefangen, Online-Rollenspiel zu spielen. Da hat er vorher immer nur Shadowrun bei sich da auf der Tischrunde gespielt und so. Und hat bei mir Hunter gespielt. Und da gibt es eine Szene, gar nicht in den ersten Sessions, sondern irgendwie schon ein bisschen weiter in den Sessions rein, wo er in einer Taverne ist und eine Frau befragen muss. Irgendwie, sie suchten jemanden und die sollte in der Taverne irgendwie gesehen worden sein und er sucht halt eine Information und befragt die Leute. Und er war das gewohnt. Sein Rollenspiel ist bis jetzt immer so abgelaufen. Er sieht irgendwie die Person, den NPC
und fragt eine Frage und würfelt und dann sagt der Spielleiter, ne, sagt ihm, was die Person weiß. So war sein Rollenspiel bisher immer. Und so ist es ja auch bei D&D mal ganz oft abgebildet. Ne? Du gehst hin, Persuasion-Check, fertig und so weiter. Und ich habe ihn einfach gefragt, ja, was fragst du die Person denn? Und dann war er erstmal aufgeschmissen. So, dass ich das wirklich wissen wollte, so. Und daraus hat sich ein unglaublich toller Dialog entwickelt, weil man sieht ihm in dem Augenblick auch in der Kamera an, wie er das struggelt mit sich selber und erstmal total aus dem Rahmen fällt. Und er hat sich da auch total in die Nesseln gesetzt in dieser Szene. Aber es ist unglaublich schön geworden und hat eine sehr lustige und sehr, sehr epische Szene gebracht. Und war auch ein Eye-Opener, sagt er auch immer, dass es auch Mega. so geht, ne? Das finde ich halt auch das Tolle, dass man halt auch, wenn man sich darauf einlässt, neue tolle Sachen entdecken kann. Und was ich auch noch sagen wollte, abgesehen davon, dass menschliche Interaktion, ich meine, wir sind ja soziale Tiere und dieses Hobby fängt das so wunderbar ein, aber darauf aufbauend. Es gibt ja auch noch andere soziale Tiere, aber wir haben auch noch was. Storytelling ist uns halt also wirklich in die Wiege gelegt. Und es gibt wenig Hobbys heutzutage, wo man das ausleben kann. Und die es dann auch noch verknüpfen mit anderen Menschen. Ne, Schauspiel, da kannst du es machen, aber da spielst du irgendwie was Vorgegebenes und kannst nicht dein eigenes Ding machen. Du kannst irgendwie einen Roman schreiben, aber da spielst du quasi mit dir selbst. Ja, und Schauspiel braucht auch Skills. Ja, und du musst diese Skills ja nicht haben. Du kannst ja auch genauso gut beschreiben, wie du die Frage formulierst, ohne es wirklich spielen zu müssen. Und das ist ein Genau. kategorischer Vorteil, den man als Spielleitung auf jeden Fall nicht abwürgen sollte, weil das den Leuten wieder Hürden aufbaut. Genau, es gibt deutlich mehr Facetten und auch die Gamification des Schauspielens oder des Storytellings oder des. Auch einfach, du kannst auch manchmal deinen Kopf abschalten und einfach nur Würfel rollen. Und dann ist das auch gut. Ja? Ja, Du hast so ja. viele, Facetten in diesem Hobby, die es so einzigartig machen. Ja, Alex hatte Angst, dass wir nicht mehr als 20 Minuten über das Thema reden können. Du musst halt einfach nur mal drei Männer reden lassen. Ne? Da kommst du immer auf eine Stunde. Sollen wir so die Folge mal nennen? Ja, wir lassen mal drei Männer reden. Oh, ungewöhnlich. Mal gucken, wie ich die Folge nenne. Mal schauen. Irgendwie so Baldur's Gate Fluch oder Segen oder sowas. Stimmt, um die Klicks abzugreifen. Als ob ich Klicks Kulturclash. bin. Ich glaube, die Hochzeiten, wo ich mal richtig Klicks gefahren habe, das ist lang vorbei. Naja, gut. Aber vielen Dank trotzdem, ihr da draußen, dass ihr uns einen Klick gegeben habt. Und wenn ihr es gut fandet und bis hierhin ausgehalten habt, herzlichen Lasst einen Daumen Glückwunsch. hoch hier, wenn ihr auf YouTube zuhört. Lasst 5 Sterne bei Spotify zurück und schreibt generell mal eine positive Oh, Rezension, damit auch Spotify andere Sterne. diesen Podcast feststellen können. War das nicht iTunes mit den Sternen? iTunes kannst du auch noch Sterne geben, aber Spotify kannst du auch Sterne geben Kannst und du ein Herzchen geben oder nicht? du kannst auf jeden Fall ein Like da lassen, in irgendeiner Was man Form. heute alles sammeln Wir kann. sammeln alles, wir nehmen alles, Hauptsache Herzchen, viel. Sterne, Blumen. Currywürste. Und wenn ihr noch nicht genügend habt, gibt dem Koali ein paar Abos wieder. Die hat er alle an den Dungeons & Weil Dragons das Geld hat mich Abos verloren. gekostet, aber richtig. Ja, ich verliere auch Abos, weil ich nur noch Crazy. Quatsch veröffentliche. Aber ja, so ist das halt. Ja, und wenn ihr es toll fandet, erzählt es weiter, dass wir hier so einen Unsinn machen. Wir machen jetzt vielleicht sogar bald auch mal eine Winterpause wieder. Kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr da mal von Anfang an da seid. Aber ich habe in dieser Woche auch was ganz Tolles gekriegt, nämlich Themenanregungen für weitere Themen für uns. Und da möchte ich euch auch nochmal animieren, falls ihr Themen habt für uns, die wir mal diskutieren sollen oder vielleicht mitreden wollt, Schreibt es in die meldet euch bei Kommentare uns. oder schreibt es in die Bewertung, weil dann haben wir einen bockbulten Vorteil. Ja. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail, geht auch. Wenn ihr Genau. anonym bleiben wollt. Anonym. Da brauchen wir eine Folge drüber machen, was das ist. Warum wollen die Leute eigentlich anonym sein? Damit sie Oder uns peinliche Fragen was stellen macht können. Anonymität so besonders oder sowas? Gibt so viele tolle Themen, die man besprechen kann. Ich glaube, wir sagen auch Ah. am Ende jeder Folge, darüber könnten wir eigentlich mal eine Folge machen.
Und dann suchen wir wieder irgendwie einen stundenlang, was für ein Thema wir Wir reden. schreiben das einfach bei uns in die Themensammlung. Wir haben eine Themensammlung? Ja, egal. Wir wollen das jetzt nicht so ausarten lassen wie am Ende der letzten Folge. Nein, aber Der Call to Kampf, Action, lasst alles da, was ihr habt, wo was das euch nichts Ende ja, kostet. das Ende war ja bekanntlich ein schlechtes Ende. Deswegen sage ich einfach, live long and prosper und spielt mehr Baldur's Gate. Bis dahin. Das heißt, Ciao. ciao.